Ich werde wohl den ersten Teil holen und den zweiten gibt's eigentlich nicht, Basta. Der erste ist mega. Der erste lohnt sich auf jeden Fall. Mein Arbeitskollege suchte dieses Game Wochenende auch durch. Ich werde ihn Montag mal nach dem Zettel fragen. Ich sag mal so, ich glaube, für viele Leute ist das gar nicht so ein großes Problem. Wisst ihr, so Leute wie Gronkh zum Beispiel, die nehmen sich gerne diese Zettel und saugen das auf. Ne? Also die nehmen das und die lesen das und die tauchen so richtig ein in die Sache. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil auch so extrem war. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon. Für Spür mich ist das ihre einfach Liebe. nur, also für mich ist Was zur diese das Hölle? zu viel. Ich brauche das nicht. Aber hey, für die Leute ist das cool. Ich mache mir da einen kleinen Spaß draus. Ich kann halt nicht mal lesen. Und das ist auch okay so. Das ist für mich auch überhaupt gar kein Kritikpunkt. Für mich ist das einfach nur ein kleiner Running Gag im Stream. So. Es ist schön, dass so ein bisschen Story mit drin ist. Verdammt. Da drin gibt's was zu holen. Ich sehe es gerade nicht. Ob das mal gut geht.
machen wir so. Okay, was haben wir hier? Hey, Nisa, moinsen. Okay. Mann. Ja, Ordner füllt sich. Hartfisch, moin. Ja, und dann haben wir das Gebäude auch durch. Und das hätten wir. Na dann. Hey Party, moin. Ich kann eine Machete machen. Nein. Sehr schön. Der Museumsrückblick war bis jetzt auch die beste Stelle in dem Game. Und voraussichtlich... Naja. Sehen wir mal, was hier drin ist. Ja, Rohstoffe. Die Stadt ist noch voller Vorräte. Ja, wir könnten uns die Tomaten mal mitnehmen. Das sah nach einer Survival-Alarmanlage aus. Ja. Könnte gut sein. Hey, wir können Upgrades machen.
zum Teufel, Leute? Cool. Mann, dachtet ihr, ich wäre ein Wolf? Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wir haben ein Klischee ganz vergessen, Chat. Chat, wir haben ein Klischee völlig vergessen. Wir haben völlig auf dem Klischeezettel für 2020 haben wir doch noch glatt was vergessen. Tattoos, Chad. Oh nee, Ellie ist ja jetzt auch tätowiert. Oh. Ich muss vorsichtiger sein. Ist eine Kriminelle. Ja, vielleicht ist sie ja deswegen auch so. Oh. Ist das bei Tattoos echt so? Ich glaube, Tattoos sind die letzten 2-3 Jahre extrem ins Kommen gekommen. Sind extrem ins Kommen gekommen? Also sehr populär. Trendy. Genau, trendy. Also an Tattoos ist nichts schlimm. Ne? An all diesen Dingen ist nichts schlimm. Es muss halt nur alles schön in ein Spiel gepackt werden. Okay, nochmal. Ganz langsam. Ich hab grad nicht aufgepasst.
Auf dem Zettel steht das so aber gar nicht drauf. Ach so, wir müssen noch 30 abziehen. Wie viel war das? 13? 83. 83. 18. 18. Jetzt. Du hast 34 Zusätze. Okay. Ich muss da rein. Okay. Da habe ich mir fast im Mund gekotzt. Das war so schön. Ugh.
Das war ziemlich schlau, Ellie. Du hast deinen Namen übrigens falsch ausgesprochen, Ellie. Du heißt Ellie Drake. Aber das wird dir wahrscheinlich dein Papa noch nicht gesagt haben. Okay. Wie wird man so schlau, ist kein Problem. Du brauchst nur Uncharted 1 bis 4 spielen. Das kommt dann von ganz alleine. Das ist das Krankenhaus. Fuck. Ich dachte, ich wäre näher. Nee, wir können Pinkelpause machen, auf jeden Fall, ja. Bin ich dabei. Sind wir jetzt auch schon eine Weile am Stream. Ich war heute eigentlich nur einmal eine Pause gemacht. Wollen wir hier kurz eine Pause machen, Chat? So allgemeine Pipi-Pause? Muss mehr als einer auf Klo? Das ist der Zettelsuch-Simulator und der Wir-reden-nicht-miteinander-Simulator. Maga, hier redet keiner. Hier redet kein Mensch in diesem Game. Niemand redet über irgendetwas. Und Ellie redet mit sich selber und das ist ein halber Satz. Also wir sind super involviert in die Gefühlslage dieses Mädels, die gerade scheinbar eine schwere Phase durchlebt. Why? Naughty Dog, why? Wo ist der Tiefgang? Die ist halt aufgeschrieben auf Zetteln. Oh, wenn es nicht so witzig wäre. Die Umgebung ist schön. Der Lazarus sieht mega aus. Also das ganze Szenario hier ist mega schön. Haben sie sehr gut hingekriegt und auch sehr, sehr stimmig. Nicht, ist nicht ein halbes Life is Strange. Das ist hier ein komplettes Life is Strange. Überleg mal, wie lange wir hier schon wieder rumlaufen. Alleine. Ist sie jetzt verschlossen? Ja. Okay, wo ist der zweite Eingang? Oh, die Moves jetzt. Killer schon gefunden? Killer habe ich schon gefunden, ja, den habe ich schon umgebracht. Wisst ihr, meine Hoffnung ist immer noch so, in der letzten halben Stunde wirst du komplett zu bombardiert mit Story. Das ist meine Hoffnung. Du wirst komplett zugeschissen, dass du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Und dann sitzt du hier und die hauen dir das komplette Hirn weg. Das ist so meine Hoffnung, was hier passiert. Räum weiter. Hm. Es ist zu 100%, dass sie nicht der Vater. Ja, da gut, wir wissen ja schon, wer der Vater ist. Also. Ich fühle mich, als wenn wir fucking GZSZ spielen. Hallo, überleg mal, wir sitzen jetzt hier und überlegen, wer der Vater ist. Joel wurde getötet, verdammte Scheiße. Und Tommy ist nicht mehr da. Und wir reden darüber, wer von dir das Kind der Vater ist. Hier drin stinkt's. Entschuldigung, ich hab gepupst. Oh. Was ist das? Das war's hier. Oh. Scheiß Wurf. Geschieht ja recht. Oh, Scheiße. Verflucht. Ah.
Mann, nicht gut. Erwischt. Wenn ich nicht wüsste, würde ich sagen, Ellie ist in der Pubertät, aber Ellie ist schon aus der Pubertät raus. Ist Tommy dead? Onkel Dot Axel, wir haben Tommy seit 10 Stunden nicht mehr gesehen. Geschweige denn gehört. Keine Ahnung. Wir wissen auch immer noch nicht, warum Joel gestorben ist. Wir wissen nicht, wer der Vater ist von dem Kind. Wir wissen eigentlich gar nichts. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir blöd durch die Gegend laufen. Oh oh. Stalker. Fuck. Was sind denn jetzt auf einmal Stalker? Ich muss hier rausfinden. Diese Wichser sind leise. Stalker sind auch neu. Scheiße. Wie komme ich nach draußen? Was ist jetzt nochmal das Ziel? Keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir wollen einfach alle Wolves töten. Ich habe es halt wirklich vergessen. Stalker, ja gut, das würde passen. Stalker würde zweites Stadium sein. Also, die normalen, die Runner, Stalker, Loter, nee, Klicker, Loter und dann die ganz dicken. Hey, Boy.